Moin, moin und herzlich willkommen zu einem schwarzen Bildschirm. Hugo 95 mit Sonja Zitlo. Hallo Zellos. So, den Bildschirm, den schwarzen haben wir noch nie gesehen. Servus. Ja. Ja, ich würde auch mal sagen, wir starten das. Wir alle kennen und lieben die Sendung Hugo. Ich glaube, die nächste halbe Stunde wird sehr anstrengend werden. Ich glaube schon, aber Hugo ist komischerweise eines der wenigen Game-Shows, die ich so damals auch kennengelernt habe, so zu den 90ern die ungefähr. Die habe ich auch kennengelernt, im Gegensatz zu der, die wir letztes Mal uns anguckt haben. Ja. Die gute Sendung Games World. Ich habe mich jedes Mal gefragt, wie das steuern, wie was für eine Mega-Delay das eigentlich haben muss, wenn du dann in der Sendung den Charakter steuern sollst, über die Einwahltasten und sowas. Was hast du gemacht, wenn du ein Wählrad hattest und sowas? Ja. Das habe ich mir alles mal so ein bisschen in den Kopf überlegt, wie kann das eigentlich passen, aber... Das kann doch auch niemals vernünftig funktioniert haben, ohne Witz. Nee, natürlich nicht. Übrigens, ja, das ist die Sonderzitlo, die jetzt das Dschungelcamp moderiert. Ob das ein Abstieg oder Aufstieg ist, Wahnsinn. Müsst ihr selber mal beurteilen. Die bescheidenen Anfänge mit der Hugo-Sendung. Bescheidenen Anfänge, das war die Sendung der 90er, Hugo. Yo, Sonic! Viel Spaß und eine gute Reise. Ach, Sonja Zietlow, ich mochte die irgendwie heute noch nie. Heute habe ich mir vorgenommen, nicht so viel zu labern, das fällt mir immer sehr schwer und schon ist sie wieder damals im Schwall drin. Damals hat sie halt noch nicht so viel Shit gelabert und jetzt, das hat sie ja noch einigermaßen, ich weiß nicht, die sind noch einigermaßen im Partyshows. Jawohl, die feiern heute eine super Faschingsparty. Außerdem grüße ich Ach so, Martina Post. Küster aus Limburg von der DIN. Ja. Ja, liebe Kinder, früher hat man Briefe geschrieben. Man hat Briefe geschrieben und man hat es an den Sender geschickt und hat an der Stelle gesagt, so, hey Leute, ich finde eure Sendung super, das ist toll. Und jetzt gibt es inzwischen die Möglichkeit, einfach bei dem YouTube einfach einen Kommentar abzuschalten, weil es zu viele negative Kommentare gibt. Zellos, sei still, ich will die Faxnummer hören, damit ich da gleich hinfaxen okay. kann. Hallo Bubi. Hi, Bubi. Erzähl mal. Bubi. Ja, speziell, ich mache halt Musik im Techno-Bereich. Aha. Ja. Wie ist dein Techno-Bereich? Techno-Toxic. Hey, der hört sich cool an. Googeln, ob es ihn noch gibt. Ich selber, ja. Er muss das jetzt nicht machen. Ob man ihn bestellen kann. Also im Techno-Bereich weniger, also gar nicht. Mehr letztes Jahr habe ich im Hip-Hop-Bereich. Oh, diese Kamerafahrten früher, ne? Hatten wir im letzten Video schon. Gehen gar nicht, nee. Also das ist so eine Krankheit von den 90ern. Oh ja, dreh die Kamera um 180 Grad. Ja, Mann! So, Schwindelanfälle gibt's gar nicht in den 90ern. Ich weiß auch nicht. Irgendwie denke ich mir, man muss voll auf Drogen sein, dass man das enjoyen kann. Richtig. Aber ihr zählt das mir ist alle. Das ist der erste Satz in dem Leben von Sonja. Das ist der erste Satz, den sie gut gemacht hat, tatsächlich. Hast du recht? Indirektes Dissen. Irgendwie was wobei ich muss sagen, ich nehme das ein bisschen zurück beim Dschungelcamp. Ich habe das ja früher zwei, drei Staffeln geguckt. Das hat sich schon gut moderiert, muss man wirklich sagen. Ja. Kommt immer auf die Musik an. Also es gibt echt nervige Sachen. Ich frage mich echt, wie der Kameramann drauf ist, dass, oder wie viel. Ich glaube, der tanzt gerade rum oder ist betrunken. Das kann gut sein. Du wirst mich nicht wissen. Bitte nicht anrufen, Aufzeichnung. Das ist wichtig, liebe Kinder, ruf bitte nicht an. Ja, nicht anrufen jetzt. Hat die zwei Augen oder ein Auge? Das sind zwei Augen. Kunststückchen bei. Bubi, wo, was ist das? Und ja, das lief wirklich früher im Fernsehen. Das lief früher im Fernsehen. Da hat man dann angerufen und wenn man dann reingekommen ist in die Sendung, dann musste man über die Telefontasten anscheinend drücken. Aber kam das immer auf Kabel 1? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin auch nicht sicher. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Vielleicht ist das ja auch eine uralte Aufzeichnung, also Jahre später oder so. Bin ich übrigens der Einzige, der jetzt gerade die Hexe, wenn sie jetzt da in den Clips immer mal wieder auftaucht und in diesen kleinen Cutscenes und sowas immer wieder so dabei ist, die ist schon nice, die ist schon knackig. Genau, also für die Leute vielleicht kurz, die Hugo nicht kennen, weil sie so jung sind, also man musste wirklich da anrufen, dann hat man Fernsehen geguckt und dann hat man in diesem Fall 4, 0 und 6 gedrückt auf dem Telefon, um das zu steuern. Ach, oh, wie schlecht. Und das hat dann mehr oder weniger funktioniert. Dieses Telefongeräusch, die hätten doch aussteigen können. Wolken. Ich finde das so geil, dass wir das gucken, Zellost. Ich frag mich jedes Mal, musst du wirklich so lange da drauf? Das ist ja total verzögert, ne? Jetzt bin ich an der Stelle aber echt mega verwirrt, weil der hat überhaupt nicht gedrückt und Hugo hat sich nach links bewegt, alles doch getürkt. Vielleicht drückt das auch irgendjemand einfach. Ich habe mir jetzt echt mal vorgestellt, wie du es technisch ranbringen willst, das Thema. Also einerseits, die Vorstellung ist toll, wenn du das tatsächlich übers Telefon das hast Das hat niemals, können. Niemals. Aber
Ich glaube, den Glauben muss ich dir nehmen, Zellos. Ich vermute, dass das jemand die Geräusche gehört hat und dann in dem Moment die Tasten gedrückt hat. Ich glaube auch, aber für die reine Vorstellungskraft jetzt an der Stelle, reine Fantasie an der Stelle, was, wenn das jetzt tatsächlich so wäre? Ja. Aber die Verzögerung wäre einfach viel zu krass. Auf jeden Fall. Guck mal, der drückt die ganze Zeit weiter nach... Drück doch mal bitte die Null, weil es würde mich echt interessieren... Was? Was? Du fliegst ein 360. Okay. Diese Telefongeräusche. Vor allen Dingen, drücken die wirklich so lang oder ist das nur bei denen, das sind? In der Zentrale so. Ja, guck mal, da siehst du das doch. Der hat einmal kurz nach rechts gedrückt und der ist jetzt wochenlang oder minutenlang nach rechts geflogen. Alter. Ja, aber ich glaube tatsächlich, so wie du sagst an der Stelle, ne? Irgendeiner wird sich wird das hören. Vielleicht sogar ein Stereo-Headset haben und wenn er meint, das links gehört zu haben, dann drückt er links und wenn er rechts gehört hat, dann rechts. Das oder das ist so eingestellt, dass wenn der nach links lenkt, dass er immer nach links lenkt. Also. Mhm. Ja, ja, nicht schlecht. Was ist denn diese Karte da immer zwischendurch? Er drückt ab und zu mal 0 und dann kann er die Karte aufrufen. Aber ich glaube, die Karte, die bringt dir so viel eigentlich nicht an der Stelle. Oh nein, du hast bald kein Benzin mehr, Kollege. Oh, den goldenen Sack hat er noch schnell erwischt. Ach, Mann, die Säcke habe ich eben gar nicht so drauf geachtet. Ich habe immer auf die Luftballonfarben geguckt, muss ich gestehen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Prinzip war. Was hat man denn da mit den Punkten gemacht? Ich glaube, die Punkte, die hatten, glaube ich, nur einen Ausschlag gegeben, wie weit du beim nächsten Spiel anfängst oder so. Ich weiß es nicht mehr. Weiß es auch nicht mehr. Die Animation, Alter. Gratuliere, du hast in Bestzeit eine komplette Flugzeugstaffel vernichtet. Gummi! Man merkt, er ist eher so der künstlerische Typ. Nicht der klare Flieger, der sein Ziel sucht, nein. Er malt schöne Schnörkel. Ich frage mich gerade, ist das Greenscreen oder. Aber er hat auch was und Punkte bleiben auf jeden Fall übrig. Das schauen wir also jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ich frage mich jetzt gerade ernsthaft an der Stelle, ist das jetzt alles Kameradrehung gewesen oder ist die einfach nur irgendwie Moviemaker-mäßig einfach mal um ein paar Achsen gedreht worden? Ich glaube letzteres. Ich glaube, die wurde einfach Moviemaker-mäßig so mal um 40 Grad gedreht, nach links und dann mal nach rechts und dann... Ja. Oh, diese Kamerafahrten haben sich zum Glück nicht durchgesetzt, ey. Oh, wieder zurück und wieder hin und oh... Hinterher ging es ja auch ganz gut. Ich weiß auch nicht, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, ne? Also ich bin jetzt Anfang 30, ne? Und das wirkt sich für mich schon ziemlich creepy an der Stelle, wenn du die ganze Zeit nah, raus, so mal schräg und dann Hauptsache mal wieder Action, so. Ne? Siehst du's? Ja, ja. Cool. Ja, gefällt's dir. Das wahrscheinlich sieht man sonst, wie schlecht der Hintergrund ist. Er hat einen Walkman bekommen, Barry. Ja, ich bin neidisch auf ihn. Weißt du noch? Ich muss schon sagen, Walkman ist schon geil, ne? Okay. Ja. Okay, tschüss. So, jetzt erstmal möchte ich die Jacqueline grüßen. Ja, wir haben sogar ein Foto von der Jacqueline. Oh, und fuck, ist 17 Monate alt, Schande. Und noch sehr gerne Hugo. Und sie fragt, wie alt Hugo eigentlich ist. 4. Wie alt ist Hugo? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist er ungefähr 1237 Jahre alt. Aber das ist eine grobe Schätzung. Ruft an, Leute, um es zu erfahren. Ich rufe alle, die das Video sehen, dazu auf, diese Telefonnummer anzurufen. Ich schwöre, wenn da tatsächlich noch was gelegt ist auf diese Nummer und du kommst da irgendwo bei der Sat.1, bei der Kabel-1-Redaktion raus und die fragen dich dann alle, warum du Trottel noch anrufst. Bist du da sicher? Um die Immersion des Videos noch weiter zu machen, drehe ich jetzt meine Cam auch im Kreis. Nein, keine Sorge. Okay. Worüber habt ihr euch als letztes... Aber ich kann mich bewegen. ...was du Hausarrest bekommen hast? Ich bewege mich auch an der Stelle. Jetzt bewege ich mich aus dem Bild raus. Mann, bin ich crazy. Wow! War gar nicht mehr. Es ist mir schwindelig hier auf. Ja, ich glaube, das ist nicht gut für lange Zeit. Schnell, aber dafür bist du bei Hugo durchgekommen. Das ist doch was, hat Hausarrest auch mal was Gutes an sich. Und du gehst als Flusstaxi. Langsam geht mir diese ganze Kamera richtig auf den Sack. Das ist eines der übelsten, triggerndsten Dinger an der Stelle von dem ganzen Serie, finde ich, die Kamerafahrt. 4 und 6. Oh, das Spiel kenne ich noch. Das kenne ich auch noch, ja. Ich habe die Sendung früher übrigens, also nicht regelmäßig, aber ich sag mal 2-3 Mal im Jahr hat man die schon gesehen. Ja, Simone aus Ingolstadt, let's go. Oder hast du die irgendwie regelmäßig gesehen? Also ich habe da auch immer wieder nur drüber gesetzt tatsächlich und dann fand ich es immer mega kurios. Und ich habe mir mal echt so mal an der Stelle kurz mal vorgestellt,
was, wenn Kabeljau da ist? Im Fluss schwimmen jede Menge Bäumchen. Wollen wir uns die entgehen lassen? Ja, erzähl weiter, Zellers, du wolltest irgendwas. Also, ich habe mir an der Stelle mal vorgestellt, wie das ist, wenn du da tatsächlich anrufst und du steuerst das dann über das. Vor allem bei dem Spiel, das ist ja mega verzögert. Das ist total. Mega verzögert, du musst so mega im Voraus. Das letzte Mal würde ich gern trocken bleiben. Und die Kinder aber müssen bestimmt 5 Euro oder 5 Mark dafür ausgeben. Aber ich bin trotzdem am Überlegen, gerade irgendjemand muss es ja animiert haben und jemand muss es ja synchronisiert haben, das Spiel und alles. Also da muss ja anscheinend ja doch irgendjemand. Ich glaube, die Spiele gab es für PC ja auch so zu kaufen. Ich meine auch, irgendwann mal sowas in der Art gesehen zu haben für den PC. Regos hat das bestimmt. Oh, geiler Hintergrund. Alter, das, oh Gott. Oh. Nee, aber vor allen Dingen, du bist ja durchgekommen, das ist ja das Gute daran. Aber ich schwöre, Alter, die nehmen die Frau hinterm Greenscreen und die drehen sie mal zwischendurch mal. Hier mal ein paar Grad, da hier geil. Mal ein bisschen so. Wenn die Frau wirklich bewegen würden, also die Sonja. Wahnsinn. Ja, 50 Punkte. Let's go, 50 Punkte. Was kriegt sie dafür jetzt? Das wahrscheinlich ein Schreibblock, pass auf. PC-Spiel, unser Computerspiel von Hugo. Ein Faxgerät. Lern, da bin ich selbst mal gespannt, was gibt's für 50 Punkte? Die Megaswing von Alpina ist die ideale Mischung zwischen Ski und eine Schieberin! Was ist, wenn die nicht Ski fährt? Also jetzt musst du allerdings abwägen, Barry. Also für 200 Punkte kriegst du einen Walkman und für 50 Punkte eine Skibrille. Ich glaube, Walkmans waren früher teurer, als man denkt. Ich glaube, Walkmans waren tatsächlich recht teuer, glaube ich. Goethe-Schule in Kiel grüßen. Außerdem grüßt er unter anderem Uli, die Kamerafrau. Die steht da. Schau, da. Das ist die Uli. Die ist dafür verantwortlich. Hallo. Oh, ist das schlecht. Jutta, let's go, hallo! Unser Studioleiter, der vergräbt sich natürlich da, den Keim ist mit. Ach, und das ist unser Praktikant, der Josef, hi! Und das ist der Zeller, zwing mal in die Kamera! Das haben wir jetzt mal gezeigt. Und natürlich Minka. Und das ist der Barry! Vielen Dank, lieber Doc. Oh, jetzt haben wir das ganze Team endlich mal gezeigt. Kai war auch richtig, ist nicht weggelaufen. So, es wird langsam echt anstrengend. Ja. Was mich an der Stelle immer wieder bei solchen Sendungen allgemein überrascht, das ist ja auch allgemein, dass die Plane, also allgemein der Hintergrund nicht so mega hoch ist. Doch, das ist total aufwendig produziert. Ich stelle mir das teilweise so vor, du hast ja wirklich so 5 auf 5 Quadratmeter und da hast du deine Sendung hingeplatziert sozusagen. Und die Halle, wo du das angemietet hast, sagt an der Stelle, ja, ich kann euch aber vielleicht nochmal 2 Quadratmeter zusätzlich für die Kamera und so weiter anbieten. Der Rest muss aber mega abgedunkelt sein die ganze Zeit. Richtig. Du hast nur die Scheinwerfer an für die Sendung. Das ist wie, als würdest du in so einem Füllerspiel rumlaufen. Hä, 8 ist oben und unten? Mit der 8 einmal hochdrücken. Hä? Achso, Sauerstoff. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich bin selber verwirrt gewesen gerade tatsächlich. Also jetzt hat es erzählt mit dem. Aber ich gebe dir recht, hattest du immer diese Praktikanten, die das dann aufbauen mussten eine Stunde vor der Show. Und dann waren bestimmt manche Leute, die haben überzogen, dann musst du schneller aufbauen und Und ich stelle mir das an der Stelle vor, das ist so ein bisschen wie bei so einem Fillerspiel, wenn dann plötzlich ein Raum aufleuchtet und alles andere um dich herum ist dunkel. So, und du läufst dann dazu und dann hast du plötzlich da Hugo. Ach, das Spiel kenne ich auch. Ja, das kenne ich auch noch. Traurigerweise. Ich hab mich an die Tentakel nicht erinnert, aber ja. Oh, jetzt da rechts. Oh, let's go. Alter, die ist richtig gut. Oh. Das Krabbi hat sie erwischt. Den Krebs. Die Krebse halten ganz schön auf. Den Krebs habe ich gar nicht gefunden. Das war jetzt der Vorwaschgang. Hat der keine Punkte bekommen? Anscheinend nicht. Top-Spiel auf jeden Fall. Ah, aber den sieht man aber auch so schlecht tatsächlich, den Krebs. Echt spannend, ne? Oder ist man immer tot oder was? Achso, Mitte. Nee, du musst dann in die Mitte tatsächlich. Ja, ganz ehrlich, mit der Verzögerung durch Telefon. Verzögerung, wie sollst du das machen, Alter? Das ist ja maximal ISDN, was du damals hattest. Ja. Wenn überhaupt, ne? Aber er sieht sexy aus in seinem Schwimm-Outfit. Ah, so heißer Boy, muss man schon sagen. Oh, ist die dumm. Ach nee, ich dachte, das wäre ein Pflanzer. Das war eine Truhe tatsächlich. Ich nehme alles zurück, Manuela, tut mir leid. Die ist klüger als wir auf jeden Fall. Genau. Komm, das. Ich habe mich immer wieder mal gefragt. Wie viel hat man denn damals gezahlt, um pro Minute warten zu dürfen, bis man in die Serie reinkommt? Das will ich gar nicht wissen.
Da gab es bestimmt irgendeinen Scheiß-Tarif mit 5 Pfennig oder sowas. Oder 10 Pfennig pro Minute oder so ein Scheiß. Hast ja im Endeffekt dann 20 Minuten dort verblieben und hast den Geld in den Rachen geschoben und hast dann vielleicht einen Walkman bekommen, wenn du gespielt hast. Ah ja, 150 Minus. Ah, minus 50 Punkte. Muss ich jetzt eine Brille zahlen? Wahrscheinlich. Okay, wenn man 0 Punkte hat, muss man das Computerspiel spielen. Schon eine Strafe, muss man sagen. Der Daniel Magier, der jeden Tag ein wunderschönes Gedicht hat, geschrieben, ein Preis würdigt die Taten, ein Geschenk würdigt den Mensch. Drum, liebe Manuela, schenke ich dir dieses Computerspiel. Nein! Wow. Hast du verstanden, was ich damit meinte? Scheiße, jetzt muss ich an der Stelle das Videospiel spielen. Ja. Viel Spaß damit. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Also damit habe ich dann auch nochmal den. Wie lange geht das noch? Ach du Scheiße, noch 15 Minuten. Das heißt, bei dieser Serie, was ich echt anstrengend finde, ist die Kamerafahrt. Das ist doch hervorragend. Die Claudia. Ich finde es allgemein sehr anstrengend, irgendwie zu gucken. Valentinstag. Oh, süß. Ja. Vielen herzlichen Dank. Fanbriefe, süß. Markus, hallo Markus. Ja. Markus, jetzt ja! Tatsächlich endlich mal live. Markus ist 7 oder sowas. Mhm. Ja, ich musste meine Mutter erst überreden, dass sie dich anrufen kann. Wieso? Ich schwöre, der hört sich ja nach 7 oder sowas. Vor den 3. Kann der überhaupt Telefontasten bedienen? Und dann haben wir es aufgegeben. Da habe ich 3 Monate gewartet. Dann habe ich sie halt überredet und dann durfte ich anrufen. Und siehst du, Aha. Es klappt. Markus ist inzwischen 40, dazu? Leute. Ja. Toll. Gut. Ja, das ist. Also, alle Mütter, ob er sich wohl noch daran erinnern kann. Oder auch selbst. Hm. Auch selber anrufen. Wir hatten ja schon eine. Obwohl ich sagen muss, ich habe ja auch damals bei nicht so einer Show, aber ich war bei den Tigerentenclub. Ja, hast du schon mal erzählt. Die Folge müssten wir eigentlich mal suchen, ob es die gibt. Ich habe die nie gefunden. Ich habe nur mitbekommen, und es gab mal eine Abspielung bei uns in der Schule, wo jetzt die Folge produziert war. Dass wir uns mal wiedererkennen können und sowas. War schon cool, aber ich. Keine Ahnung, ich hab's nicht gefunden. Ich sag immer die Hugo Show, so ein Mist. Hugo. Hugo Live. Hugo Show am Wochenende und die besten Spieler kommen am Wochenende in die Hugo Show. Vielleicht seid ihr da. Es gab eine Hugo Show? Alter, wieso rät mir nicht auf die Hugo Show, Zellers? Ja, das können wir als nächstes machen. Ja, du bist noch da. Das ist das Schöne an React-Videos, man muss kaum was dafür machen, es gibt so viele Videos. Das ist Wahnsinn, was da alles in der Welt draußen gibt, vor allen Dingen in den 80er, 90er. Was? Ah, okay. Das Lieblingsspiel. Was? Lieblingsspiel, gut, das ist ja super, danke. Das ist ja super, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich werde für diesen Job hier zu wenig bezahlt. Ganz drücken, damit du eine Etage höher bist. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und helfe dir aber auch, ja? Oder soll ich lieber nicht helfen? Aber die Spiele zumindest, man muss sagen, also selbst jetzt nach knapp so, wie soll ich sagen, 20, 25 Jahren, seitdem ich die zuletzt gesehen habe, die Serie, ich erkenne die Spiele tatsächlich wieder. Ja, manche, das ja, jetzt zum Beispiel nicht. Das zum Beispiel doch, kenne ich tatsächlich. Aber... Ja, du musst wahrscheinlich so früh die Sprungtaste drücken. Noch schneller. Am besten 10 Sekunden vorher. Aber so wenn ich jetzt mal das an der, Spiel, der Stelle schaue, tatsächlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich so ein richtiges Videospiel dazu gab. Ich habe jetzt nur... Ja, gab's auch. Ich kann mir nur wirklich nicht vorstellen, wir haben es ja schon genannt, wie das ungefähr realisiert wurde im Fernsehen jetzt. Ja. Also jetzt aber mit einem, ich weiß, du schaffst es. Vor allem ist es mehr Animation als Spiel eigentlich. Ist es auch. Das sind reine Reaktionsspiele bei dem Hugo. Flachland-Tiroler? Das könnte eine Beleidigung sein. Oder Markus ist sogar 11? Was? Alter, ich hätte auch jetzt so 7 oder 6 getippt. Ja, 6 oder 7, Alter. Oder der ist mit dem strömenden Stimmbruch und hat jetzt seine. Kann natürlich auch sein. Stimme. Jetzt. Oh, Markus! Alter, jetzt Markus geht ab! Ist ja voll der Profi. Oh, nice! Markus ist ein richtiger Gamer, Alter. Der ist doch Streamer geworden, oder? Ja, bestimmt. Das ist Let's Play Markus, der da gerade spielt. Let's Play Markus, let's go! Was ist jetzt? Erziehen fürs nächste Level, Alter. Soweit hat es kein Mensch geschafft im Leben. Ich wollte es gerade sagen. Das muss Let's Play Markus sein. Das ist Let's Play Markus. Shoutout für Let's Play Markus. Nein! Wieso?
Oh, da hat er einen guten ersten Run, muss man sagen. Vielleicht übst du erst mal Treppensteigen. Ja, 300 Punkte ist doch gut. 300 Punkte ist solide. Highscore heute. Oh Gott, ah, das triggert mich als editiert sie das. Triggert mich sowas, dass die ganze Zeit die Frau einfach nur um 60 Grad mal bewegen und dann mal wieder um 30. Ja. Und dann mal links und rechts und dieser Hintergrund. Aber für den Levelabschluss. Ah, okay. Das ist. Hä, das ist ja voll dumm. Das ist voll dumm, dass du noch diesen Anzug bekommst fürs. Du hast immer noch 150 Punkte. Als ob jemals irgendeiner es geschafft hätte, das Spiel jemals abzuschließen. Das wäre geil, wenn das einer schafft, das da durchzuspielen in der Sendung. Und die können da hat er wahrscheinlich 3000 Punkte und die müssen ihm den Maserati schicken oder sowas. Also, was weiß ich. Also, dann gibt es da erstmal einen Lamborghini, Alter, als Siegesprämie. Ja. Also, lieber. Was kriegt denn der jetzt? Dein Preis. Nie wieder Kästen und Flaschen schleppen. Hä, sowas will doch ein Elfjähriger überhaupt gar nicht haben! Was soll das denn? Wieso? Eine Saftpresse für einen Elfjährigen. Ich meine, die Mama freut sich wahrscheinlich darüber, aber was nee, die haben schon eine, Zellos. Ja, stimmt. Tschüss, Let's Play Markus. So, ciao, Markus, Let's Play Markus, bis demnächst. Natalie Raak aus Gießen grüßen. Lasst dem Let's Play Markus ein Follow und ein Like da. Ja, ist ein cooler Typ. Ja. Cooler Typ, ja. Das nee, ich finde die wirklich gut oder so. Aber gut, wir schweifen ab. Ich bin jetzt echt so vor, gerade an der Stelle. Und irgendwann schreibt er uns in den Kommentaren: Hey, danke, danke. Ja, ich erinnere mich, als ich damals mitgemacht habe in der Sendung. Das war. Ich habe mich verarscht gefühlt. Meine Mutter hat da plötzlich auf den Tasten drauf gehämmert und dann ging da nichts mehr. Was ist das denn? Ach, ich glaube, man konnte auch immer was gewinnen, glaube ich. 22.590. Wenn man da nicht dran kam in die Sendung. Wir werden es nachher herausfinden. Unser ich muss gehen, Entschuldigung, aber es ist einfach anstrengend. Alles gut, Sammy, alles gut. Hugo schenkt dir das mega schicke Designtelefon Baleno vom Designtelefon? Was ist das? Bitteschön! Alter, das sieht aus nur wie ein Vibrator! Mit Zusatzfunktion, ja. Designtelefon. Oh, noch ein Markus. Noch ein anderer Markus. Aber das ist nicht so cool wie Let's Play Markus. Nö. Ihr habt natürlich jeden Tag auch die Chance, diese Kamerafahrt, ne? Das ist halt jetzt das Telefon gewesen für die Mama, ne? Damit sie Beschäftigung hat und so. Ich wette, eines Tages gibt es echt da mal so eine Oma, die du mal auf dem Flohmarkt triffst mit so einem Telefon und die erzählt dann, oh ja, mein Sohnemann, der hat das. Ja, mein Enkel, der hat es damals. Nee, das muss schon so gewesen sein. Mein Sohn hat es gewonnen damals. Bei Hugo. Oder so, wenn sie da schon waren oder so. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Na prima, was bei rausgekommen? Naja, Klasse 2. Kamerafahrt macht mich wahnsinnig. Ja. Ja, also mit beschränkter. Wenn sie wenigstens die Kamerafahrt mal ab und zu mal unterm Rock gemacht hätten, weil dann wäre das wenigstens einigermaßen für den Zuschauer. Du kannst ja da anrufen bei der Telefonnummer und das vorschlagen für die nächste Folge. Dann mache ich das jetzt auch jetzt gleich, ja? Mit deinem vollen Körpereinsatz dich aufs Skateboard schwingen. Warte, das muss ich direkt mal herausfinden. Wird irgendwo in irgendeinem Steinzeit Deutschland. Oh, das Skateboardspiel, das kenne ich auch noch. Dann diese kleinen Säcklein überall hängen und dann drückst du auch in die entsprechende Richtung. Na gut, probieren wir es mal. Kann ich mein Handy. Hugo Game Show. Oh, der hat sogar ein Handy, der da mitspielt, Zellers. Was hat Handy? Das ist von 1995. Wie alt der wohl ist, wenn der ein Handy hat? Reiches Arschloch. Alter, der hat reiche Eltern. Ja. Kann ich mein Handy auch benutzen? Oh. Wie lange hat sich diese Sendung gehalten? Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Der ist 18 und macht damit. Da machen 18-Jährige mit. Guck mal, der macht dann auch Pay-to-Play, Alter. Der Typ hat ein Handy, Alter. Ja. Oh, das war der faule Sack. Pay-to-Play macht er hier, Alter. Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts, rechts. Links, 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 links. Nein, nochmal, nochmal weg. Oh, Sven, du Noob. Da hast du schon ein Handy, was weniger Verzögerung hat, und dann verkackst du trotzdem. Du musst nicht aufhören, wenn's am schönsten ist. Okay, er hat jetzt 0 Punkte quasi. Okay. Also die Sendung hat sich gehalten wohl bis zum Juni 1998. Krass. Krass, hätte ich auch nicht erahnt an der Stelle. Wie lange gab es die? Ab wann? Ab wann? Erstausstrahlung 94. Also der hat sich zwei Jahre gehalten. Nee, von 94 bis 98 hast du doch gerade gesagt. Ja, Übrigens 98, fährt der Typ hier um Punkte, ne?
Aber hier sind ja gar keine Goldsäckchen seit ungefähr einer halben Minute. Verarsche. Aber wenn, der kriegt ja wahrscheinlich irgendwie Bonuspunkte, sobald er mal ans Ziel kommt. Nochmal, weg. Alles viel zu früh. Viel zu früh? Oh, okay. Puh. Nochmal Glück gehabt hier. Alter, Sven mit seinem Handy, alter Pay-to-Play-User, was ist da los, ey? Ja. Rechts, du Sack. Boah, der Glück, ey. Ey, ich schwöre, also, ich wäre bestimmt einer von den Leuten. Nee, ich warte. Tellos würde das durchspielen. Tellos, du kannst das so schnell Tasten drücken, du würdest das schaffen. Alter, locker. Du würdest gar nicht mehr nach unten schaffen, der Hugo. Naja, das waren ja wenigstens ein paar Punkte. Und eigentlich sieht's ganz gut aus, denn du musst nur noch jetzt. Aber andererseits, ich glaube, ich war echt derjenige, der früher vor dem Fernseher stand als 4-5-Jähriger und ich habe echt die ganze Zeit geschrien: Rechts, links. Das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Das habe ich wirklich gehört, das mache ich jetzt sogar noch, Alter. Ja. Ja, der schafft das. Ja gut, mit dem Handy ist natürlich. Es ist ein verdammter Pay-to-Play-User, was erwartest denn du, ey? So, jetzt hat er 200 Punkte und verliert 150, weil er dreimal getroffen wurde, glaube ich, ne? Wahrscheinlich, ja. Und dann kriegt er auch. Kriegt eine coole Skibrille. Ja! Eine Saftpresse und eine Skibrille. Ich wette, die haben irgendwie bei so einem Sender angerufen. Ja, haben wir noch irgendwelche Restposten als Preise? Und dann. Ja, wir haben ja aus der Preis, das heißt eine 8 Jahre alte Saftpresse. Ja, die nehmen wir. Ursula, willst du nicht eine neue Kaffeemaschine haben? Wir holen dir eine neue. Oder das ist die gebrauchte aus dem Studio. Und ja, die gebrauchte Kaffeemaschine gibt an der Stelle die Ursula ab. Hey, wir sind im Ziel. Von einem Volk der Gründe, das ist gerade. Natürlich, du bist der Erste, der dieser heute. Dieser Sven, Alter, dieser Pay-to-Play-User. Vor allen Dingen hätte der sich auch einfach für das Geld, das er da ausgegeben hat, um da anzurufen, einfach das PC-Spiel kaufen können. Mhm. Aber er hat es natürlich für den Swiddle gemacht. 650, das ist für Sonja gewesen, auf jeden Fall. 550 Punkte? Jetzt kommt ein Lamborghini, pass auf. Nee, Oh, er muss an einem Seil ziehen, scheinbar. Und du bist vor einem Jahr von München weggezogen, ganz schnell noch? Ja, genau. Warum verlässt du uns? Ja, beruflich halt. Mhm, als 18-Jähriger. 18-Jähriger, so, ist klar, ne? Beruflich. Naja, die Entfernungen halt sind halt ein bisschen übermäßig größer, aber so mit dem Auto geht das schon. Wohnst du auf dem Land? Natürlich ist das Land da. Das ist alles Land. Ja, prima. Jetzt aber zieh mal an. Bitte schön. Ist alles Land. Spannung steigt. Hat er auch gemacht. Verdammter Magier. Ja, verdammt. Super. Kriegt er noch extra Punkte oder was? Oder? Hugo, mein Held, du hast uns befreit. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sogar jemanden gewinnen sehe bei dieser Tito. Sendung. Ich glaube, das erste und einzigste Mal. Dass ich ist da hinten das Faxgerät hinter dir? Das MIDI-Soft MIDI-Kit und MIDI-Soft Studio für Windows ist ein Softwarepaket zum Komponieren und Arrangieren von Musikstücken. Wow. Als ob der mit dem Pay-to-Play Handy an der Stelle. Ja, super. Dann Media. Super. Tschüss. So, und ansonsten sehe ich euch morgen wieder um 10 nach 4. Seid alle fleißig dabei. Faxt mir. Ihr könnt uns übrigens auch Fax schicken an Gentle Idiots. Alter, unsere Faxnummer ist 3. Einfach nur 3. Es gibt keine andere mehr. Nur noch zwei andere. Ja. Na gut. Hugo Spieleshow mit Sonja Zietloff. Alter, ich schwöre. Diese Kamerafahrten sind ja widerlich, ey. Absolut widerlich. Absolut widerlich. Ich muss aber sagen, ich glaube, der am besten rausgekommen ist aus der ganzen Aktion von den ganzen Mitspielern, ist wirklich der mit dem Walkman tatsächlich. Ja, ich denke auch, das ist am meisten rausgekommen wert. Weil das, wer braucht schon ein Videoschnittprogramm, wenn du einfach nur so ein stinknormaler Nutzer bist? Das macht fast keiner, außer der wirklich Interesse hat dafür. Nee. Die holen sich dann selber eine Software an der Stelle daher oder die gucken dann, dass sie Freeware machen, Piraterie und so. Gut, Zellos, ich würde das Video nicht zu lang machen wollen. Wir verabschieden uns von Sonja und von Hugo und sehen euch Spiel. Beim nächsten Video, was auch immer. Man sieht sich. Tschüssili. Haut rein. Ciao.